Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Müller, ich bin zutiefst beeindruckt, wie Sie so eine Fehlleistung der Regierungskoalition so schön reden können. Aber niemand kann es so schön wie Sie, das muss ich neidlos anerkennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach meinem Verständnis verbietet es sich an dieser Stelle im Zusammenhang mit dem sogenannten Aufgabenzuordnungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern von einem Trauerspiel zu reden. Das würde die Angelegenheit nämlich unzulässig verharmlosen. Selbstverständlich wird meine Fraktion der Überweisung zustimmen und eine zügige Beratung unterstützen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Denn nur so lässt sich nämlich verhindern, dass die bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge unsinnigerweise um Monate verlängert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auf dieses Hickhack innerhalb der Landesregierung nicht weiter und vertiefend eingehen, auch wenn der Innenminister, der zur Debatte heute gar nicht sprechen will, vor 7 Wochen noch andere Auffassung war und sich für ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren ausgesprochen hat. Nun haben wir gerade gehört, es muss dann doch ganz schnell gehen und 1. Juli und so weiter und so fort. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in der heutigen ersten Lesung, also der Grundsatzdebatte, will ich mich nicht auf die Aufhebung der Paragraphen 3, 17 und 19 Aufgabenzuordnungsgesetz oder der notwendigen Folgeänderungen konzentrieren. Nein, der vorliegende Gesetzentwurf ist ein weiterer Beleg dafür, dass es der Koalition nicht gelingt, die Verwaltungsmodernisierung in unserem Land fortzuführen oder zu vernünftigen Ergebnissen zu bringen. Die Große Koalition bringt die Verwaltungsmodernisierung zur Selbstblockade, zum Stillstand und teilweise zur Rückabwicklung. Und Herr Ministerpräsident und Herr Innenminister, es macht wenig Sinn, einen Zukunftsvertrag zwischen Land und Kommunen erst am Ende eines solchen Weges bzw. zum Ende der Legislaturperiode abzuschließen. Richtigerweise hätte ein solches Instrument an den Anfang gehört. Und vielleicht wäre dem Land damit die derzeitig weitgehend konzeptionslose Kommunalpolitik der Landesregierung erspart geblieben. Meine Damen und Herren, auf die Problematik der über mehrere Monate nicht funktionierenden ehrenamtlichen Fischereiaufsicht brauche ich an dieser Stelle nicht weiter einzugehen. Hier hat die Koalition dem Ehrenamt einen Bärendienst erwiesen. Das wissen wir alle, die wir im Land unterwegs sind. Lassen Sie mich auf drei Aspekte verweisen, die am vorliegenden Gesetzentwurf aus Sicht der Verwaltungsmodernisierung problematisch sind. Erstens werden nunmehr weitere Aufgaben des Landes nicht mehr auf die kommunale Ebene übertragen. Diese Nicht- bzw. Rückübertragung erfolgt auf Initiative des Landkreistages bzw. der kommunalen Ebene. Ich kann im Moment noch nicht beurteilen, ob hierfür das Land eine Teilverantwortung trägt. Wie hat die Landespolitik diese Prozesse vorbereitet und moderiert? Der Antrag meiner Fraktion, jedenfalls zu einer entsprechenden Berichterstattung hier im Landtag vor einem Jahr, wurde an dieser Stelle noch vollmundig als überflüssig abgelehnt. Und wir sehen heute wieder, wie notwendig dieser Bericht gewesen wäre. Problematisch ist es jedoch, dass dieser Gesetzentwurf und sein Zustandekommen die Aufgabenkommunalisierung als Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung insgesamt in ein trübes Licht rückt. Zweitens dient der vorliegende Gesetzentwurf auch nicht dem Prozess der interkommunalen Aufgabenverlagerung, Stichwort Funktionalreform 2. Was ist davon überhaupt noch übrig geblieben? Die Rückübertragung auf das Land fördert selbstverständlich nicht die Bereitschaft der Landkreise, ihrerseits Aufgaben an die unterkreisliche Ebene zu verlagern, obwohl das in den neuen großen Kreisen bitter notwendig wäre und auch möglich ist. Im Aufgabenzuordnungsgesetz der Landesregierung vom 8. Juni 2009 wurde allerdings etwas ganz anderes versprochen. Es heißt dort, ich zitiere, es ist daher vorgesehen, eine umfassendere interkommunale Aufgabenverlagerung im Zuge einer Strukturreform der gesamten unterkreislichen Gemeindeebene in der kommenden Legislaturperiode zu prüfen. Zitat Ende. In dieser kommenden Legislaturperiode befinden wir uns jetzt. Und lieber Kollege Kuckert, Ihre Presseäußerungen im Zusammenhang mit der Kommunalpolitik kommen mir mitunter etwas losgelöst von Zeit und Raum daher. Während Ihr Minister zu Ämterbereisung im Land unterwegs ist, sollten Sie nicht auf dem Tisch herumtanzen, leider ist er nicht da, aber vielleicht hört er das ja, sondern ein wenig im Koalitionsvertrag, insbesondere Ziffer 327, rumschmökern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine letzte Anmerkung. Die Gewährung des Elterngeldes und das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht sollten nach den Vorstellungen der Kommunen bereits vor einem Jahr
bei den Landesbehörden verbleiben. Die Landesregierung hat also vor einem Jahr noch das abgelehnt, was die Koalitionsfraktionen heute als Gesetzentwurf vorlegen. Konzeptionelle Politik, liebe Koalitionäre, sieht anders aus. Vor einem Jahr ist mir an dieser Stelle der Innenminister entgegengetreten mit einem Loblied auf die Dialektik, was ja vom Ansatz her nicht verkehrt ist. Vor einem Jahr erklärte der Minister noch staatstheoretisch, dass man mit dieser äußerst schmalen Aufgabenübertragung immerhin einer Gefahr entgegengetreten sei, nämlich der zunehmenden Verstaatlichung der Kommunen. Heute schweigt der Minister völlig. Hier hilft wohl dann auch Dialektik nicht mehr weiter. Bei diesem Hickhack der Verwaltungsmodernisierung würden selbst unserem Landesverfassungsgericht letztlich die Worte fehlen, denn für das Landesverfassungsgericht sind es gerade die durch das Funktionalreformgesetz erweiterten Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten, die für das Gewicht der Mandatsausübung in den verkörperten Kreisen prägend sind. Meine Damen und Herren, anders ausgedrückt hat das Verfassungsgericht die Kreisstruktur passieren lassen in der Annahme, dass die Kreistagsmandate durch erheblichen Aufgabenzuwachs an Gewicht gewinnen. Wir betreiben aber auch heute wieder das Gegenteil. Das ist keine Dialektik, das ist einfach Selbsttäuschung. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend anregen, dass der Innenminister analog zur Umsetzung der Landkreisneuordnung einen Zwischenbericht zur Aufgabenübertragung ihren Problemen und Perspektiven im Innenausschuss und Finanzausschuss des Landtages erstattet. Vielleicht gelingt es uns dann gemeinsam, die Verwaltungsmodernisierung wieder vom Abstell auf ein Zukunftsgleis zu stellen. Herzlichen Dank.